Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute zeige ich euch mein Rezept für den leckersten Becherkuchen der Welt. Er ist ganz einfach gemacht und schmeckt traumhaft gut. Los geht's! Als erstes gebt ihr einen Becher Sahne, das sind ca. 200 Gramm, in eine Schüssel und stellt diese erstmal zur Seite. Dann spült ihr den leeren Sahnebecher aus und trocknet ihn gründlich ab, denn mit diesem Becher werden jetzt alle anderen Zutaten abgemessen. In eine andere Schüssel gebt ihr 2 Becher Mehl, eine Prise Salz und ein Päckchen Backpulver und vermischt das Ganze miteinander. Zu der Sahne gebt ihr anschließend noch 1,5 Becher Zucker, ein Päckchen Vanillezucker und 3 Eier der Größe M. Das Ganze wird dann gut miteinander verrührt. Dazu kommt dann noch die Mehlmischung und der Teig wird auf einem mit Backpapier belegten Backblech verteilt. Der Kuchen wird dann bei 180 Grad Ober-Unterhitze 10 Minuten vorgebacken. In dieser Zeit geht's mit dem Mandeltopping weiter. Dazu gebt ihr 4 Esslöffel Milch, 1 Päckchen Vanillezucker, 2,5 Becher gehobelte Mandeln, das sind ca. 200 Gramm, und ein halbes Päckchen Butter, das sind 125 Gramm, in einen Topf und erwärmt das Ganze bei niedriger Hitze, bis die Butter geschmolzen ist. Wenn es soweit ist, kommt noch ein Becher Zucker dazu und das Topping ist fertig. Es wird auf dem vorgebackenen Kuchen verteilt und das Ganze kommt für weitere 10 bis 12 Minuten zurück in den Ofen. Und so sieht unser himmlisch leckerer Becherkuchen dann nach dem Backen aus. Sobald er abgekühlt ist, kann er in Stücke geschnitten und serviert werden. Er lässt sich übrigens auch prima einfrieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wünsche euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Falls ihr das Rezept ausprobiert, könnt ihr mir eure Bilder sehr gern auf Facebook oder Instagram mit dem Hashtag Krümelplanet schicken. Ich freue mich immer riesig über eure schönen Bilder.